Hallo und moin aus dem Norden. Hier ist mal wieder Klagor von Klagor RPG und ich habe ein neues Video für euch, wo wir uns einmal Gedanken machen werden, wie kann ich denn ein Kompendium für alle Welten eines Systems so anlegen, dass ich die Daten nicht hin und her kopieren muss, sondern ich quasi eine zentrale Datenbank habe. Das Ganze wird nicht trivial, das muss man dazu sagen, ein bisschen hin und her, irgendwelche Codes, sprich ein bisschen programmieren muss man. Das ist aber nicht so schwierig, wenn man gründlich arbeitet auf Kommatas und eckige und viereckige und geschwungene und Klammern allgemein achtet. Klammern sind ja mein persönlicher Feind, was Programmieren anbelangt, weil ich setze immer irgendwelche Klammern falsch. Und dieses Video werde ich jetzt einfach mal in mehrere Teile aufteilen, die ich hinterher zusammenschneide. Normalerweise mache ich das nicht. Ich bin eigentlich kein Freund von Videoschnitt. Ich versuche, die immer am Stück zu machen, weil das schlicht und ergreifend besser ist. Also, ich finde es besser. Aber ganz wichtig vielleicht noch, denkt an den Abo-Button. Denkt an die Likes, denkt an die Kommentare und haut bei Fragen rein. Fangen wir aber doch erstmal mit dem Grundlegenden an. Was ist überhaupt ein Kompendium und was wollen wir damit erreichen? So, da sind wir auf dem Spieltisch und wir schauen uns jetzt einfach mal den Spieltisch näher an. Ich arbeite momentan häufig eigentlich nur mit Items. Man kann Kompendien für alles Mögliche haben. Aber wie man sieht, sind hier schon sehr, sehr viele vorhanden. Und die möchte man natürlich gerne, wenn man sie einmal eingepflegt hat, hier auch die ganzen Waffen und Rüstungen, möchte man die natürlich gerne in anderen Welten auch benutzen. Und da zeige ich euch jetzt einfach mal kurz, wie das hier aussieht. Und ihr seht schon hier, zum Beispiel die Meisterschaften gibt es zweimal. Einmal ist das das Kompendium der Welt. Und einmal ist es quasi ein Modul, was ich aktiviert habe, was sich geteiltes Kompendium nennt. So, wir gehen jetzt hier einmal raus, melden uns einmal ab, gehen zurück zum Setup, legen eine neue Welt an. Ist jetzt nur einmal zum Vorführen. So, nehmen das Splittermondsystem. Brauchen kein Hintergrundbild und erstellen die Welt. So. Wo ist sie denn hin? ABC, da ist sie. Da haben wir die Welt starten. Blödsinn. Nein, natürlich nicht. Zurück zum Setup. Wir wollen uns einloggen. Wie dumm ist man manchmal schon zu schnell geklickt? Also. So. Jetzt sehen wir erstmal hier, wir haben nichts. Wir haben eine nackte Welt, wir haben keinen Hintergrund, wir haben alle möglichen Nachrichten, aber das war's auch. Und wenn wir jetzt hier mal reinschauen, dann sehen wir auch, wir haben hier schon so ein paar Companions. Das sind die, die das Splittermondsystem selbst mitliefert, also die Spezies, die Zustände, Fertigkeitsproben, so ein paar Abfragen und so. So. Aber was wir nicht haben, sind die Meisterschaften, sind die Zauber und so weiter. Und dafür klicken wir jetzt einfach mal auf Module verwalten. So. Und sehen dann, hier ist ein Modul, das nennt sich geteilte Kompendium. Das werden wir einfach mal aktivieren. Dann sagt er, möchten Sie das Modul neu laden? Und jetzt gucken wir wieder da rein und sehen, holla! Da haben wir jetzt ja die Meisterschaften und da können wir jetzt einfach importieren klicken. Importieren klicken. So. Wichtig ist natürlich, je mehr ihr importiert, desto mehr muss geladen werden, wenn die Spieler oder man selber sich einloggt. Da müsst ihr immer so ein bisschen gucken, wie gut euer PC damit zurechtkommt. Die Alternative ist einfach zu sagen, ich habe nur die, die ich brauche. Das heißt, ich kann die auch einzeln nehmen. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Schauen wir uns aber erstmal an. Wir haben jetzt alles da.
was man so braucht. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwelche Gegner einfügen, bekommen die automatisch das Ganze mit Erklärung hinterlegt. Ganz kurz, wobei das nicht das Thema des Videos werden soll, wenn ich irgendwas haben will und ich es einzeln haben will, klicke ich halt auf Arbeiten unter Wasser und gut ist. Das geht für alles Mögliche, das geht für Szenen, das geht, wie wir sehen, natürlich für Items, das geht für Playlist. Im Prinzip alles, was ich bei Foundry mit anlegen kann, ist damit möglich. Und das Ganze liegt jetzt zentral. So, und jetzt werden wir uns einmal näher anschauen, wie wir das hinbekommen, dass wir das zentral haben und somit nur einmal pflegen müssen. So. Da sind wir jetzt also in dem Foundry und wir brauchen als erstes jetzt natürlich einmal die Quelle, wo das Ganze hin soll. Dazu gehen wir auf das Würfelsymbol von Foundry unten auf der Leiste, klicken da drauf und erhalten dann dieses Bild und würden dann in dem Fall anwählen, dass wir auf die User-Daten, also die Benutzerdaten zugreifen wollen. Das machen wir, indem wir da einfach draufklicken, dann passiert das schon. So, jetzt blende ich vorher mal hier kurz was aus, damit da ein bisschen so. Dann öffnen wir das einmal. Dann sehen wir hier, haben wir die User-Daten. Da liegen sämtliche Daten, die jetzt nicht zum eigentlichen Programm gehören, sondern die ganzen Daten, die entsprechend wir selber angelegt haben. So, und dann gehe ich in den Bereich Data. Suche mir dort die Companions raus, das Modul raus und suche mir dort dann im Bereich Module den Ordner, den ich natürlich vorher anlegen muss. Ich habe das jetzt hier schon gemacht. Achtet bei den Namen darauf, dass ihr die nicht zu kompliziert macht, sondern möglichst keine Umlaute, keine Sonderzeichen und all solche Dinge. Ich habe auf jeden Fall ein ordnergeteiltes Compendium angelegt, wie man hier sehen kann. Ich denke, ein Ordner anlegen sollte jeder wissen. Wenn nicht, fragt einfach nochmal. Und wenn wir jetzt in den Ordner reingehen, dann sehen wir dort zwei Dateien und einen Unterordner. Der Unterordner ist optional. Ich würde aber empfehlen, den für die Übersichtlichkeit anzulegen. Und für uns jetzt relevant ist, wir erzeugen eine Datei namens module.json oder JSON. Wichtig ist, die muss ganz genau so heißen. Ich darf da beim Namen nicht abweichen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was in die Datei hinein muss. So, dazu mache ich einen Rechtsklick auf die Datei und öffne die Datei dann mit dem passenden Programm. Ich empfehle, das packe ich auch unten noch in die Links, auf jeden Fall das Programm Notepad++ zu verwenden. Das Programm ist kostenfrei und das ist super gut und kann ganz viel. So, dann öffnen wir die Datei. Das müsst ihr jetzt nicht machen, das mache ich jetzt nur. Ihr müsst natürlich alles andere ausblenden, was da gerade im Weg ist, weil wir das ja nicht mehr haben wollen. Moment, da. So, jetzt sehen wir, was sich in der Datei befindet. Also wir sehen hier oben halt den Namen der Datei, module.json. Wir sehen den Ordnernamen. Bei Name, der muss zu 100%ig identisch sein. Wir sehen den Titel. Das könnt ihr euch aussuchen, das ist egal. Es geht halt einfach darum, dass man es hinterher findet. Dann eine kleine Beschreibung. Ihr könnt euch selber da als Autor eintragen. Ihr könnt noch eine Version eintragen, würde ich auch empfehlen. Und ganz wichtig ist auch immer, ihr müsst immer schauen, dass ihr wirklich diese Struktur übernehmt.
Ich muss noch mal gucken, ob ich euch die irgendwie zur Verfügung stelle oder wie wir das am besten machen. Das wird sich aber finden. Denn die ganzen Kommata, die ganzen Klammern, die Anführungsstriche oben, alles relevant. So, dann, das ist bei Version 10 dazugekommen. Da muss ich den Namen des Systems eintragen. Wenn ich da nichts eintrage, wird mir das Modul nicht angezeigt. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Da muss man ein bisschen gucken, wie das System dort heißt. Bei Splittermond ist es relativ einfach. Das heißt halt auch Splittermond. Ich habe das gestern für Coriolis angelegt und mich gewundert, dass es nicht funktioniert. Und habe dann festgestellt, das System heißt ja nicht Coriolis, sondern das heißt ja noch, das ist ja noch das Mutant Year Zero, das Y. Und diese Dinge vor dem Namen Coriolis. Da wir hier bei Splittermond sind, aber nicht weiter wild. Hier habt ihr dann die Version des Foundries. Das ist 10 und kompatibel mit Version 10. Bisher ist es immer so, ihr könnt, wenn Version 11 oder 12 oder was auch immer kommt, war es bisher immer so, dass man diese Companions übernehmen konnte. Das heißt, wenn dann mal eine neue Version raus ist, drückt ihr einfach, ändert ihr das auf 11 ab und dann ist das schon wieder da. So, das hier ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Das ist der Ordner Packs. Im Ordner Packs findet ihr immer die Companions von den einzelnen Welten und deswegen ist es sehr sinnvoll, hier auch so einen Ordner einmal Packs anzulegen. So, dann haben wir hier entsprechend, weil es hier losgeht, eine eckige Klammer. So, jetzt lasst euch nicht verwirren, dass hier so viel steht. Das liegt einfach daran, dass ich schon viele verschiedene Companions, die hier alle unterteilt sind, angelegt habe. Wir gehen jetzt mal exemplarisch eine Sache durch und dann hoffe ich, dass es ein bisschen klarer wird. Name ist der Name des Companions. Das heißt also, in dem Fall würde das Companion einfach Zauber heißen. Wie man hier auch sehen kann, es gibt hier ein Compendium Zauber. So, und das kommt auch aus dem geteilten Compendium. Das könnte ich jetzt auch noch reinkopieren, beziehungsweise warum eigentlich nicht? Also alle Einträge importieren, Ordnername bleibt dabei und fertig. Und schon sind die 280 Zauber da enthalten. Hier, ja, seht ihr die nochmal, die könnt ihr wie gesagt auch einzeln verwalten. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, das Schloss bedeutet, dass ich das hier nicht so ohne weiteres ändern kann und dass euch auch nicht einfach ein Update, das man eben löschen kann. Da muss man immer ein bisschen gucken, wie man genau damit arbeitet. Aber da muss am besten jeder selber seine Erfahrung machen. So, wir schalten wieder auf Notepad zurück. So, und sehen jetzt weiter. Label ist halt, was wir gerade gesehen haben. Also das Compendium wird unter Zauber zu finden sein. Der Pfad ist der Name plus DB und hier eben davor dieses Text. Wenn ihr das Text nicht wollt, kann man das theoretisch weglassen, dann wird es direkt in den Ordner geteiltes Compendium alles kopiert, würde ich aber für der Übersicht halber eher von abraten. So. Dann bedeutet, da steht Entity, das bedeutet, was für eine Art Compendium ist es? Sind es Actors? Sind es Szenen? Sind es, wie hier, Gegenstände? Oder sind es Playlist? Da kann ich mir alles aussuchen. Ich habe es jetzt nur für Items gemacht, aber ich denke, ja, wenn ihr was anderes machen wollt, werdet ihr das rausfinden. So, und dann haben wir hier Module. Da muss wieder der Name des Ordners, und wie gesagt, achtet da auf die Schreibweise. Da muss wieder der Name des Ordners hinein. Das ist ganz wichtig, damit das Ganze auch funktioniert. So, und dann kann man hier relativ schnell natürlich Fehler reinbauen. Da gibt es eine Webseite, die werden wir uns gleich mal anschauen. Da kann ich diesen ganzen Code einmal durchprüfen,
Vielen Dank an VTT Tom dafür, dass er mir diese, dass er diese Seite gezeigt hat, weil ich kannte die nicht. Und wenn der Code da in Ordnung ist, dann ist es wahrscheinlich okay. Aber auch hier gilt wieder Achtung, ich sagte wahrscheinlich, ich hatte gestern folgendes Phänomen. Ich hatte aus Versehen zweimal den Ordner geteiltes Companion, nur ein bisschen anders geschrieben, angelegt. Und daran hat sich das Programm gestört und hat mir dann eine Fehlermeldung gegeben. Also konzentriert euch, macht gerade diese Geschichte nicht huschi-puschi nebenbei, sondern macht es einmal in Ruhe. So, wir werden jetzt mal kurz auf die Webseite gehen. So, da sind wir auf der Webseite. Ich packe die Adresse der Webseite dann in die Shownotes. Da könnt ihr euch das raussuchen. Und dann kopiere ich einfach mal das Ganze ein und baue jetzt mal mit Absicht einen Fehler ein, indem ich hier einfach mal ein Komma entferne und sage dann, check doch mal. Und dann bekomme ich, wie man sieht, eine Fehlermeldung und ich bekomme sogar angezeigt, wo er den Fehler meint zu finden. Vorsicht, das ist aber nicht zwingend immer korrekt, sondern wir haben das Komma ja eigentlich an einer ganz anderen Stelle weggenommen. Jetzt muss ich selber noch mal kurz schauen, wo. Genau, nämlich hier. So, setzen wir das Komma wieder hin, checken das nochmal durch. So, und dann behauptet erstmal er in der Theorie, die Seite ist in Ordnung und das passt soweit. Danach, wenn ihr Fehler gefunden habt, einfach alles einmal wieder hier markieren, strgc und dann strgv in Notepad++ einfügen. So, dann sehen wir hier wieder Notepad++, haben das Ganze noch entsprechend markiert und könnten jetzt das Ganze einmal speichern. Wie gesagt, der Name ist wichtig, genau so, und die Stelle, wo es hinkommt, ist auch wichtig. Und danach wird das Ganze als Modul in Foundry gelistet. Das heißt, wir machen das jetzt einfach wieder mal zu, loggen uns dann hier in dem Foundry wieder mal aus. So, und sehen dann, wenn ich gucke, bei Module, wenn ich dann unter G einmal scrolle, genau, da seht ihr schon, dass ich das Modul entsprechend hier einmal aufgelistet ist. Es steht da, was es tut. Es steht da, wer es geschrieben hat. Es steht da, wo es gespeichert ist. Ich kann es deinstallieren, wenn ich will. Und jetzt braucht ihr im Prinzip, sofern ihr keine Fehlermeldung bekommen habt, das werdet ihr sehen, dann kommt so ein fetter roter Balken, der sagt, hier nicht weiter, so ungefähr. Sofern ihr keine Fehlermeldung bekommen habt, könnt ihr das Modul nun einfach wieder aktivieren und habt dann in sämtlichen Splittermond, in dem Fall in sämtlichen Splittermond-Welten, die Möglichkeit, das Modul anzuschalten und greift dann immer auf die gleichen Daten zu. Das heißt, wenn ihr dann, wie in meinem vorigen Video schon erklärt, das Ganze einmal angelegt habt, dann habt ihr quasi eine zentrale Datenbank. Das heißt, ihr müsst nur einmal kopieren und müsst dann auch nicht mehr das Ganze hin und her verschieben. Achtung natürlich, wenn ihr die Daten nur einmal habt, kann das eventuell auch dazu führen, wenn ihr sie löscht, dass sie weg sind. Also da gilt immer vorsichtig sein. Vielleicht nochmal, weil ich es gestern gemacht habe und es prinzipiell ging es ganz genauso, auch wenn ich da auch erst ein bisschen Probleme hatte, bis es dann lief, gibt es das Ganze natürlich auch für mein anderes Leib- und Magensystem. Das ist nämlich hier Coriolis. Da habe ich gestern schon mal die ganzen Talente und Ähnliches angelegt. So. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nichts vergessen habe, denn ich bin mir nicht ganz sicher,
ob ich jetzt irgendwelche Sachen weggelassen habe, irgendwelche Erstellungsdinge und ähnliches. Ich werde euch die erwähnten Webseiten einfach unter dem Video verlinken, beziehungsweise den Basiscode. Muss ich mal gucken, wie ich den irgendwo. Ja, ich denke, man kann ihn auch unter die Seite packen und sollte dann hoffentlich funktionieren. Wenn irgendwas fehlt, wenn irgendwelche Fragen sind, dann schreibt einen Kommentar. Ich antworte im Regelfall relativ zügig und ich bin sicher, dass ich euch dann helfen kann. Ansonsten vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt, euch das Video angeschaut habt und ich wünsche euch erstmal viel Spaß, spielt fleißig Rollenspiel und habt eine gute Zeit.